Ja, willkommen zu meinem Vortrag über das Thema der Zusammenführung und Vereinheitlichung von Eisenbahnstreckennetzdaten. Zuerst kurz ein paar Infos über mich. Bin seit 2008 bei OpenStreetMap aktiv, bin vielen wahrscheinlich als Gründer und Maintainer der Open Railway Map bekannt. Jetzt die vergangenen 3 Jahre Informatik studiert. Seit Dezember bin ich jetzt Entwickler bei der Firma Geops in Freiburg, wo ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben habe, und um das Thema, mit dem ich mich da beschäftigt habe, soll das in diesem Vortrag gehen. Kurz was zur Firma Geops. Ist 2002 in Freiburg gegründet worden. Mittlerweile gibt es auch eine Niederlassung in der Schweiz. Schwerpunkte von uns sind Entwicklung und Betrieb von Webanwendungen mit Geodaten. Dabei setzen wir auch viel auf Open-Source-Produkte, und ein Schwerpunkt ist vor allem Anwendungen rund um den öffentlichen Verkehr. Stelle ich ganz kurz ein paar Projekte vor, mit denen wir uns beschäftigen. Ein Projekt ist zum Beispiel der interaktive Bahnhofsplan für die SBB. Da ist eine Software, mit dem dann so 3D-Pläne der Bahnhöfe erzeugt werden. Da werden dann aus dieser Software auch raus einerseits die Webseite erzeugt und andererseits auch Printpläne exportiert. Anderes Projekt, das hatte ich gestern in meinem Vortrag auch schon mal angesprochen, ist Traffic. Das ist im Rahmen einer Masterarbeit entstanden. Das ist so ein ÖPNV-Tracker, wo man anhand der Fahrplandaten live auf der Karte sehen kann, also mit den Sollpositionen in der Regel, wo sich gerade welcher Zug befindet und so diese ganzen Routenverläufe hat. Das setzen wir auch bei Kunden ein, also zum Beispiel bei dem SBB-Webkartenportal. Das sieht man halt da. Die haben da auch nochmal so eine eigene Version von, wo man dann deren Züge sehen kann. Genau, und das Projekt, wo es heute drum gehen soll, ist das hier. Da geht es um den ETA 610, den man da sehen kann. Das ist ein Hochgeschwindigkeitszug der SBB. Und Projekt ging es darum, Reisenden Informationen für diesen Zug zu erstellen. Sieht man da auf dem Bild. Ging es darum, dass man in den Zügen Monitore hat, wo man dann diesen aktuellen Standort des Zuges auf einer Karte visualisiert. Und ein Teil war eben auch, entsprechendes Kartenmaterial erstmal zu erstellen. Grundlage dafür bilden Streckennetzdaten aus verschiedenen Quellen, die wir dann einem externen Partner, Designbüro, zur Verfügung gestellt haben, die dann halt daraus eine Karte designt haben. Der Zug soll auch grenzüberschreitend dann eingesetzt werden oder wird er auch teilweise schon. Deswegen war es wichtig, dass dann dieses Kartenmaterial nicht nur die Schweiz selber, sondern auch die Nachbarländer abdeckt. Das heißt, die Anforderungen dafür waren dann, dass man einen Streckendatensatz als Grundlage erzeugen kann, der auf verschiedenen Quelldatensätzen basiert. Die Schwierigkeit dabei ist, dass man einerseits unterschiedliche Quellen hat, also einmal die Streckendatensätze der Bahngesellschaften selber, die so im Open Data Vorhaben veröffentlicht werden, aber auch teilweise auf OpenStreetMap setzt. Dann hat man es halt mit unterschiedlichen Formaten zu tun. In dem Fall waren es das Interlis-Format, GeoJSON und das OSM-Format. Was auch ein großes Problem, eine große Schwierigkeit war, was so ein Hauptteil dieser Arbeit eingenommen hat, war die Angleichung der Datenmodelle. Man hat halt bei den Open Data Datensätzen in der Regel streckengenaue Daten, während halt OpenStreetMap wirklich jedes Gleis erfasst, und das will man natürlich auch vereinheitlichen. Und die unterschiedlichen Abdeckungen stellen natürlich auch eine Herausforderung dar. Weil aus Anwendersicht halt für diese reisenden Informationen will man natürlich eine einheitliche Darstellung haben, egal welcher Datensatz da in einem bestimmten Ausschnitt jetzt genau verwendet wurde, und vor allem soll es halt auch grenzüberschreitend lückenloser Datensatz dann ergeben. Und das Ziel war dann eben, Möglichkeit zu finden, diese verschiedenen Datensätze zu einem einheitlichen Datensatz zusammenzuführen. Diese Streckendatensätze sind in der Regel als Knotenkantenmodelle. Das heißt, die Knoten stellen dann immer Betriebspunkte wie Bahnhöfe dar und die Kanten halt jeweils Gleise bzw. Strecken. Bei der Wahl der Daten war es so, dass wir, wenn möglich, auf offizielle Datensätze setzen wollten und OpenStreetMap überall da einsetzen mussten, wo keine Daten verfügbar waren. Also in dem Fall zum Beispiel
gibt es ja von der Deutschen Bahn mittlerweile so einen Open-Data-Datensatz für die Strecken. Für die Schweiz gibt es auch einen entsprechenden Datensatz, aber für die anderen Länder gibt es da im Grunde im Moment einfach nichts und da muss man dann halt auf OSM-Daten zurückgreifen. Und wie angesprochen, gibt es eben dann diese Schwierigkeit mit, dass man halt einerseits Streckendaten hat, andererseits Gleisdaten. Das muss dann eben vereinheitlicht werden hin zu Streckendaten, weil mehrgleisige Strecken für uns nicht so optimal waren. Also da die Daten eben von einem Designbüro dann noch nachbearbeitet wurden, waren eben dann so mehrgleisige Strecken einfach störend, wenn man halt immer mehrere parallele Linien hat. Und auch bei der Generalisierung stürzt dann, wenn man halt so ein Simplify auf diesen Linien macht, dann kann es halt passieren, dass man da, dass halt beide parallele Gleise bei so einer doppelgleisigen Strecke halt nicht gleich generalisiert werden. Genau, die Datenquellen, das hatte ich ja gerade schon mal angesprochen. Für die Schweiz gab es dann halt einen Datensatz vom Schweizer Bundesamt für Verkehr und der enthält alle von Schweizer Unternehmen betriebene Strecken. Der ist streckengenau. Und im Interlis-Format, dann von der Deutschen Bahn, gibt es halt auch einen vergleichbaren Datensatz, dann im GeoJSON-Format. Und OpenStreetMap hat halt sein eigenes Format und ist gleisgenau. Ja, die Technologien, die wir da einsetzen, ist halt einmal Postgres mit PostGIS-Erweiterung für die Speicherung der Daten einerseits, aber auch für die Verarbeitung. Also die Verarbeitung findet vollständig in der Datenbank statt. Für das Einlesen der Daten oder das Importieren der Daten in die Datenbank haben wir für die OSM-Daten OSM2PGSQL gewählt und für die restlichen Datensätze OGA2OGA. Und die eigentliche Verarbeitung der Daten findet dann als SQL-Skript im Grunde komplett auf der Datenbank statt. Und die Importschritte wiederum sind als Shell-Skripte dann implementiert. Genau, da sieht man mal kurz die Architektur. Ja, das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Also hat eben Skripte, die dann die Daten jeweils von den Quellen runterladen, mit diesen entsprechenden Hilfstools in die Datenbank importieren, jeweils in eigene Schemata. Dann werden halt bei den OSM-Daten erst noch diese Verarbeitungsschritte angewandt, um dann ein Knotenkantenmodell zu erzeugen. Und letztlich wird das dann alles in einer Tabelle im Grunde zusammengeführt. Ja, die Implementierung, also wie erwähnt, bei dem Datenimport haben wir auf eigene Implementierungen verzichtet. Das hätte auch ein bisschen den Rahmen der Bachelorarbeit angesprengt, wenn man da jetzt noch eigene Import-Tools geschrieben hätte. Deswegen haben wir eben auf die bestehenden Tools OGA2OGA und OSM2PGSQL zurückgegriffen. Dann dieser wichtigste Schritt ist eben diese Umwandlung dieser gleisgenauen OSM-Daten in die Streckendaten. Das funktioniert dann in mehreren Schritten. Also erstmal wird dann nochmal ein Clipping an den Landesgrenzen angewendet. Also wir haben als Grundlage die Geofabrik-Extrakte genommen. Dann war es aber dann hilfreich, dass man die halt wirklich nochmal exakt an der Landesgrenze abschneidet, um dann später dieses Zusammenführen zu erleichtern, dass man halt keine überlappenden Gleise hat. Dann werden eben die Nebengleise herausgefiltert, dass man im ersten Schritt dann eben nur nochmal die Streckengleise hat. Daraus werden dann Streckenachsen generiert, also aus mehrgleisigen Strecken im Grunde dann eben einzelne Geometrien erzeugt. Und im letzten Schritt wird dann nochmal so eine Knotenkantenstruktur daraus erzeugt. Und am Ende werden dann diese Datensätze zusammengeführt in einer Tabelle, müssen dann nochmal reprojiziert werden, weil sie halt alle in unterschiedlichen Projektionen vorliegen und die Attribute werden dann auch noch in einfacher Form zusammengeführt. Die Streckengleise in OSM, die, also für die Gleisklassifizierung gibt es in OSM zwei Tags, die davon relevant sind, einmal Usage und einmal Service. Und es ist so, dass die Streckengleise einen Usage-Tag haben, aber keinen Service. Und bei den Nebengleisen ist es im Grunde genau andersrum. Das heißt, in diesem ersten Schritt dieser Filterung der Streckengleise war es dann wichtig, dass man alle Gleise herausfiltert, die eben so einen Usage-Tag haben, dass man eben da explizit weiß, dass es Streckengleise sind. Außerdem wurde noch gefiltert, ob die Gleise eine Streckennummer haben, die mit REF erfasst ist. Warum, das sehen wir gleich. Genau, zwar diese Erzeugung der Streckengeometrien. Da habe ich dann einen Ansatz gewählt, dass man um jedes Gleis, was ein Streckengleis ist, wurde erstmal einen Puffer legt.
Die werden dann gruppiert nach diesen Streckennummern im Grunde zusammengefasst. Das kann man halt da sehen. Auf dem linken Bild sieht man halt so einen Bahnhofsbereich und dann dieses Streckengleis. Und da sieht man halt, dass diese Puffer sich gegenseitig überlappen, halt da, wo immer so einzelne Gleisabschnitte sind. Nachdem man die im Grunde alle zusammengeführt hat, hat man so eine einzige Pufferfläche. Und dann gibt es die relativ neue Funktion Approximate Medial Axis in PostGIS. Kann man rechts oben auf dem Bild sehen, aus die Grafik aus der PostGIS-Doku, wie das funktioniert. Die Funktion, die liefert für ein Polygon so eine Mittelachse. Und die Funktion war halt hier sehr praktisch. Das heißt, man konnte dann eben immer für diese Pufferflächen so Mittelachsen erzeugen. Das kann man hier auch sehen. Also diese grünen Gleise, das sind halt... das kommt später, okay. Genau, für die Filterung der Streckengleise, was dann eben, wie angesprochen, werden halt nur Streckengleise rausgefiltert, die so einen Ref-Tag haben, eben eine Streckennummer. Weil die eben dazu benötigt wird, dass man herausfinden kann, welche Gleisstücke überhaupt eine Strecke bilden und die dann zusammenfassen kann. Da ist das Problem, dass die in OSM halt nicht immer so flächendeckend erfasst ist. Also da sieht man zum Beispiel mal Österreich habe ich mal eine kleine Auswertung mit Overpass gemacht. Die Abfrage zeigt jetzt Gleise, die ein Streckengleis sind, aber keine Streckennummer haben. Das sind also eigentlich relativ wenige und bei unserem Ansatz sei jetzt nicht wirklich störend. Bei Frankreich zum Beispiel sieht das ganz anders aus. Die Daten kann man halt bei dem Ansatz, den ich da jetzt gewählt habe, nicht wirklich verwenden, weil man eben ohne diese Streckennummer nicht wirklich dann eben zuordnen kann, welche Gleisstücke da jetzt zu einer Strecke vereinigt werden sollen. Okay, dann eben diese Puffergröße, die ist auch noch entscheidend. Da gibt es dann auch noch Schwierigkeiten. Es gibt einmal das Problem, dass man diesen Puffer zu groß wählen kann oder zu klein. Wenn man zu groß wählt, das sieht man unten auf der Grafik, das ist so eine Gebirgsstrecke. Und da ist als Puffer ein Radius von 100 Metern gewählt. Und das Problem sieht man halt in diesen Serpentinen, dass sich da halt diese Pufferflächen überlappen. Und das sieht man jetzt in Blau die Gleisdaten aus OSM und Rot ist das, was diese Medial Axis Funktion daraus erzeugt hat. Und da sieht man halt da, wo sich diese ganzen Pufferflächen halt zu einer Fläche so überlappen, da liefert die Funktion halt keinen sinnvollen Wert mehr. Das heißt, da müsste man einen kleineren Pufferwert wählen, dass sich eben da keine Überlappungen bilden. Andererseits hat man eben bei anderen Stellen wiederum das Problem, dass man die Puffergröße zu klein gewählt hat. Das kann man halt oben auf der Grafik sehen. Das ist eine Einfädelung von einer Schnellfahrstrecke in Frankreich, die da von rechts kommt und eingefädelt wird in diese Nord-Süd verlaufende Altstrecke. Und das ist halt das Problem, durch diese Überwerfungsbauwerke entfernen sich diese beiden Gleise von dieser doppelgleisigen Strecke halt relativ stark voneinander. Das ist auch wieder eine Puffergröße von 100 Metern gewählt. Und da bilden sich dann eben an manchen Stellen dann eben Lücken, weil die Gleise zu weit auseinander liegen. Und da kann halt die Funktion auch wieder keine richtige Mittelachse erzeugen, weil es eben dann keine zusammenhängende Fläche mehr gibt. Das heißt, hier müsste man im Grunde bei einem anderen Ansatz dann je nach Situation, je nach Gleistopologie dann unterschiedliche Werte verwenden. Anderes kleineres Problem war noch, dass diese Medial Axis Funktion an manchen Stellen so ein bisschen unsauber arbeitet. Das kann man da sehen, dass dann an diesen Linienenden, dass da so komische Ausreißer dann erscheinen. Die mussten halt dann auch nochmal entfernt werden, indem man einfach so kurze Segmente an Linienenden nochmal entfernt. Dadurch hat man natürlich dann so kleine Lücken, die man dann eben nochmal schließen kann, indem man eben das eine Streckenende dann auf das andere snappt. In unserem Fall haben wir es jetzt nicht gemacht, weil die Karten, die wir da erzeugt haben, halt in einem relativ einer relativ niedrigen Zoomstufe dann waren und da hätte man halt diese Lücke eh nicht gesehen. Genau, und damit kriegt man dann eigentlich schon relativ gutes Streckendatennetz raus. Sieht man halt hier, die Geometrien sind dann eben entsprechend dann eben immer diesen Streckennummern. Das sieht man halt hier zum Beispiel dann in Rot markiert, ist dann halt eine Strecke.
Dann der nächste Schritt war dann noch, dass man so eine Knotenkantenstruktur dann wieder herstellt, weil man in OSM das Problem hat, dass dann die Bahnhofspunkte oder Stationspunkte halt nicht auf den Gleisen liegen, sondern irgendwo dazwischen. Das sieht man halt in der oberen Grafik, da hat man in der Mitte diesen rötlichen Punkt. Das ist halt dieser Punkt, wie er in OSM erfasst ist. Und der wird dann eben auf die jeweiligen Strecken, die daneben verlaufen, in einem gewissen Radius projiziert. Das sind dann diese grünen Punkte. Und an diesen projizierten Punkten werden dann diese Linien aufgesplittet. Das kann man dann unten sehen. Da hat man dann halt immer so einzelne Segmente zwischen je zwei Betriebsstellen. Das war halt dazu notwendig, dass man später einzelnen Streckensegmenten bestimmte Attribute zuweisen kann oder das Styling verändern kann, dass man eben nicht immer so komplette Strecken hat. Dabei wurden dann eben auch noch so Referenzen hergestellt, dass man eben auf diesem Netz dann auch routen kann. Das heißt, man hatte eben immer bei jeder Kante so einen Verweis auf den Start- und Endknoten. Da das hier ein ungerichteter Graph war, weil es eben keine Kilometrierungsinformationen waren, war das bei den Kanten dann immer egal, in welcher Reihenfolge jetzt Start- und Endknoten angegeben wurden. Genau, und der letzte Schritt war dann eben noch, dass man eben die Daten in eine Tabelle im Grunde einfach zusammenfügt, die Daten reprojiziert, also angleicht auf eine einheitliche Projektion und dann an den Lücken, an den Grenzen zwischen diesen einzelnen Datensätzen, also in der Regel waren es dann eben Landesgrenzen, dann eben noch diese Lücken schließt, geometrisch und topologisch, das heißt eben geometrisch, dass man keine Lücken mehr hat. Wie ich jetzt gerade schon mal erwähnt hatte, war es halt hier auch wieder nicht notwendig, weil die Daten in einem relativ niedrigen Zoom-Level später dargestellt wurden und da hätte man das nicht gesehen. Beim topologischen, da hat man dann eben an diesen Lücken Knoten eingefügt, damit man eben da auch wieder das Routing ermöglichen kann. Okay, zusammenfassend kann man so sagen, dass dieser Workflow, den ich da entwickelt habe, dass man damit eben verschiedene Streckendatensätze zusammenführen kann, in dem Fall eben mit den Datenformaten OSM, XML, GeoJSON und Interlis. Und den Datenmodellen, die die Deutsche Bahn mit ihrem Datensatz verwendet, das Schweizer Bundesamt für Verkehr und OSM. Außerdem werden eben gleisgenaue Daten in streckengenaue Daten umgewandelt, sofern das möglich ist. Wie wir eben gesehen haben, ist es halt mit der derzeitigen Datenqualität der OSM-Daten in manchen Ländern halt nicht möglich, mit diesem Verfahren zu arbeiten. Generell lag eben der Fokus jetzt bei dieser Arbeit auf der geometrischen und topologischen Anpassung, während wir uns jetzt weniger um die Attribute zum Beispiel an den Strecken gekümmert haben oder auch Kilometrierungsinformationen. Das heißt, als Fazit kann man sagen, dass die OSM-Daten einen großen Vorteil haben, dass man damit länder- und betreiberübergreifend ein einheitliches Format und Modell hat. Das ist eben gerade jetzt bei so einem Anwendungszweck wie hier, dass man eben so eine Streckenkarte von mehreren Ländern erstellen will, sehr hilfreich, dass man da eben einheitliches Format hat und keine aufwendigen Zusammenführungen machen muss. Aber man hat eben diesen Nachteil mit dieser schwankenden Datenqualität und dass man eben erstmal diese Daten in so Streckendaten umwandeln muss. Bei den Bahnunternehmen ist im Grunde das genau andersrum. Da ist halt der große Vorteil, dass man relativ hohe Datenqualität hat und eine gleichmäßige Abdeckung. Und dass eben diese Umwandlung nicht notwendig ist. Problem ist aber, es gibt sie halt nur für wenige Länder und es ist halt immer eine Verarbeitung notwendig, wenn man irgendwas Grenzüberschreitendes machen will. Und da wird es dann eben aufwendig, weil man dann eben mit verschiedenen Formaten, Datenmodellen umgehen muss und so richtig vereinheitlichen kann man es eigentlich nie, dass es wirklich exakt gleich wird. Als Ausblick, was da jetzt noch in Zukunft dann geplant ist an Weiterentwicklungen, ist dann einmal, dass die Objektattribute noch stärker berücksichtigt werden. Also bisher wurden die im Grunde einfach bei dieser Zusammenführung zusammenkopiert. Da wäre zum Beispiel noch denkbar, dass man die semantisch angleicht, also auch die Werte selbst vereinheitlicht, sowie vervollständigt, wenn es bestimmte Attribute nur in einzelnen Datensätzen gibt, dass man die zum Beispiel dann mithilfe von OSM-Daten noch vervollständigt. Außerdem eben, wie angesprochen, diese Kilometrierungsinformationen, die können dazu hilfreich sein, dass man Zusatzinformationen auf das Streckennetz referenzieren kann, also dass man beim Styling zum Beispiel oder um irgendwelche Zusatzinformationen abzuspeichern sagen kann,
dieses Attribut gilt jetzt für Strecke X von Kilometer A bis B irgendwie. Dann eben diese große Herausforderung war die OSM-Datenqualität. Da ist eben das Problem, dass man da derzeit eine hohe Datenqualität braucht, um mit diesem Verfahren arbeiten zu können. Ein robusteres Verfahren ist da auch in Arbeit, mit dem man weniger auf diese Vollständigkeit dieser einzelnen Attribute angewiesen ist. Außerdem auch noch geplant eine automatisierte Generalisierung, dass man ausgehend von den Streckendaten dann noch mehr Zusammenfassungen dieser Informationen auf niedrigen Zoomstufen erreichen kann, also zum Beispiel in größeren Bahnknoten. Ja, vielen Dank. So, gibt's Fragen? Gut, dann habe ich eine Frage. Du hast gezeigt mit diesen Puffern. Habt ihr das dann manuell nachbearbeitet oder wie hat es dann funktioniert? Ja, dann musste halt tatsächlich an manchen Stellen das manuell nachbearbeitet werden, weil jetzt in dem Ansatz war es dann wirklich für einen Datensatz immer ein gleicher Pufferwert. Das wäre halt auch noch eine Möglichkeit für eine Erweiterung, dass man dann automatisiert irgendwie bestimmen kann, für einzelne Strecken andere Pufferwerte zu nehmen. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich und auf in die Mittagspause.